Es war einmal ein kleines Städtchen namens Wunsiedel. In diese Städtchen fielen einmal pro Jahr Neonazis ein, um zu demonstrieren. Jahr für Jahr. Aber 2014 war das kleine Städtchen vorbereitet. Denn mit Hilfe der Bürger verwandelte es den Nazi-Marsch in etwas Wunderschönes, den unfreiwilligsten Spendenlauf Deutschlands. Für jeden marschierten Meter der Neonazis gingen 10 Euro, von Bürgern und Kleinunternehmen bereitgestellt, an ein Aussteigerprogramm für eben diese Neonazis. Exit Deutschland. So blieben ihnen eigentlich nur zwei Wege. Entweder nach Hause gehen oder spenden gehen. Das erste Mal in der Geschichte gingen somit Rechtsradikale gegen rechts auf die Straße. Motiviert durch Parolen auf Bannern, dem Asphalt und Bananen, schafften selbst untrainierte Faschisten die volle Distanz und erliefen unter dem Jubel der Wunsiedler 10.000 Euro für den eigenen Ausstieg aus der Szene. Eine Sensation. Nicht nur für Wunsiedel, sondern die ganze Welt. Denn mit den Neonazis startete auch eine minutiös geplante digitale Kampagne. Über die Microsite, die sozialen Netzwerke und den viralen Film entwickelte sich die Aktion Rechts gegen Rechts zum Selbstläufer. Schließlich hatte Wunsiedel damit nicht nur das Fundraising revolutioniert, sondern auch eine völlig neue Form des Protests entwickelt, die von einigen Städten bereits erfolgreich wiederholt wurde und wiederholt wird. Nazis laufen gegen sich selbst. Wunderbar. Actually been turned into a fundraiser for an anti-Nazi group. Das ist die Idee überhaupt gegen Nazis. In kürzester Zeit berichteten die Medien weltweit über die Kampagne, wodurch sich die Spendensumme kurzerhand verdoppelte. So wurde der unfreiwilligste Spendenlauf Deutschlands zu einem riesigen Erfolg. Für Exit Deutschland und für Wunsiedel. Und diese Geschichte ist alles. Nur kein Märchen.